Hey, ich bin Sebastian Schöne, komme aus Berlin und angel für Team Nace. Hey, I'm Frederic Julien, I'm coming from France and this year we'll be fishing from Gründens. Hi, ich bin Daniel, komme ursprünglich aus Zimbabwe und angel für das Team Hecht und Barsch. Ja, ich bin Malte, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ich trete für Ganki an. My name is Evert Ozom, I'm from the Netherlands and I fish from the Swedish company Catch with Care. Mein Name ist Florian Over, ich komme aus Koblenz und fische für das Angelmagazin Fisch und Fang beim YPC. Ich habe insgesamt 5 Tage trainiert, hatte mir reichlich Spots rausgesucht. In der Vergangenheit auf sehr, sehr vielen Filmdrehs hier in den Niederlanden unterwegs gewesen. Bin fast 1000 Kilometer gefahren in 5 Tagen, also habe richtig Strecke gemacht. Viele Spots haben nicht funktioniert, aber ich habe ein paar gefunden, die jetzt auch im Juni bei den Temperaturen klappen. Und im Wettkampf werden wir sehen, ob das auch funktioniert. Ja, mein Training war extrem bescheiden. Ich hatte leider nur 2 Tage aufgrund meiner Arbeitssituation Zeit, um zu trainieren. Und die liefen wirklich nicht gut. Also am ersten Tag habe ich, glaube ich, nur einen Fisch gefangen. Am zweiten Tag lief es besser in der anderen Zone. Aber ich muss sagen, ich fühle mich nicht besonders gut vorbereitet. Was in den letzten Jahren aber irgendwie trotzdem ganz gut geklappt hat, deswegen könnte das vielleicht Teil des Konzepts werden. Und zu den Zonen, ja, die kenne ich einfach nicht. Also da angel ich sehr selten. Deswegen sehe ich dem jetzt nicht ganz so optimistisch entgegen. Well, my training was well organized. I trained for many weeks, even if I lived in the Netherlands. I prepared really good. Fished a lot of spots from the shore, but also from my boat. To do a quick movement. We designed special rods for this occasion. So I think I'm well trained. For me, I fish zone 2 right away. That's my my hometown. So I know a lot of good spots over there. Zone 4, I'm not really fishing a lot over there, but I put in a lot of time and energy. Also für mich die Zonen war ziemlich neu. Ich kannte fast gar keine Stellen tatsächlich. Also für mich wäre deutlich besser Zone 1. Aber ich bin sehr, 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 sehr viel rumgefahren, haben mehrere Flüsse ganz intensiv beangelt. Am Anfang war es schwer, aber zu Ende des Trainings hin lief es eigentlich ganz gut. Das Training war relativ hart. Für mich ist das alles neu hier. Letztes Jahr war ja das erste Mal so richtig Holland angeln für mich. Ich hatte ein paar Freunde dabei, ein paar Leute von hier getroffen, war mit den Angeln mit Marc unterwegs. Wir haben Fische gefangen, es war aber weiß Gott nicht leicht. Das wird abzuwarten sein, ob das zu reproduzieren ist. Training was kind of a art, which I like it. Because every time I get a good training, I kind of fail afterwards, so can just go better. And zone 4 is like a 50-50. I get spot on both zones, and starting on zone 4, get an advantage, but we never know how the fish will react. The sun is going to shine more and more, and we're gonna have a rise in temperature, so this is going to play obviously some role. Am leichtesten ist auf alle Fälle der Hecht für mich. Und da, wo ich am meisten Schwierigkeiten habe, ist auf alle Fälle der Barsch. Von der Stückzahl her war der Zander am besten. Barsch hatte ich Kontakte. Mit dem Hecht habe ich mich relativ schwer getan. Aber habt ihr auch ein paar Spots, also wir werden sehen. Well, the easiest fish to catch for me was the Zander. Second was the Pike. And always hard in warm conditions like this is the perch. But I found some good spots with really big ones, like high in the 40s. And if it contains the amount of fish in fishing, that shouldn't be a problem. But yeah, it's always fishing. Also es fielen mir alle Fische ziemlich schwer gerade, muss ich sagen, im Training. Am leichtesten war es eigentlich mit den Barschen. Dann kamen die Zander und Hecht finde ich persönlich am schwierigsten. Zander will be the main target because of the 1.3 coefficient, and it's kind of well represented in the water, so you found them a little bit everywhere. Perch is going to be a side catch. I'm going to target them from time to time in between the zander on the same type of spots. Yeah, and the pike might be the problem for me because I fear that the temperature will rise and then potentially they will shut down the bite. But yeah, I get some good zone and
I try my best. Leicht war gar nichts. Ich denke, Zander und Hecht sind relativ gleich gewesen. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich am ehesten glaube, dass es reproduzierbar ist, weil die Gewässer dafür relativ klar sind. Beim Barsch habe ich am ehesten das Gefühl, dass das schwierig ist, weil es ja bei mir jetzt oft eher einzelne Fische waren, die auf den Plätzen waren. Und das ist immer abzuwarten, ob die ja im Turnier dann auch da sind, ob man sie findet. For top water, I didn't really train again when I'm gonna secure the points with our fish. Potentially in some zone, I will go for top water. Top water habe ich trainiert, relativ kurz, aber war erfolgreich. Ich will immer eine Top water Route dabei haben und es immer wieder probieren. Es hat im Training geklappt. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, habe auch ein bisschen Erfolg auch damit gehabt. Und wenn ich die Fische voll kriegen sollte, dann würde ich auf alle Fälle versuchen, auch die Topwater auch anzugreifen. Das Topwater-Fischen habe ich gar nicht ausprobiert, weil ich mich erstmal auf die Stellensuche konzentriert habe und erstmal darauf konzentriert habe, überhaupt die 6 Fische voll zu bekommen im Training. Deswegen, also ich werde es wie Daniel machen, wenn ich irgendwie es schaffe, die 6 Fische voll zu machen, würde ich danach probieren, auf Topwater zu angeln. Ich hätte da auch ein paar Spots, wo es funktionieren könnte. Ich selbst habe in meinem Training fast gar nicht Topwater gefischt, also vielleicht 10 Würfe, hatte aber Begleitung, die das für mich ein bisschen übernommen hat, und es kamen Fische auf Topwater, aber das wird natürlich eine Frage der Zeit sein, wie bei den anderen, die es auch gesagt haben, wenn man durch ist mit seiner Karte, dann ist unter Umständen Zeit dafür. I didn't train any topwater fish because for me it's not really necessary to see that as my number one goal. For me it's like catching 6 fish, so the 3, the pike, the zender and the perch and 3 randoms. And if that works out, I will try to get some topwater action. But first prio is the 6 fish on the card. Tough question. I put my cards on Dustin, Fred also, and with a little bit of luck myself. Yeah, we have a tough group. I know some of the guys, and it's going to take a little bit of luck to get out on top 3. If I have a bet, Dustin, Florian, that I don't know, but I believe he's really strong. Daniel have a good intel also, and of course Malt, being close from Mark, is a threat. Ich habe wie im letzten Jahr eine ziemlich schwierige Gruppe schon wieder erwischt, muss ich sagen. Ich denke, Dustin ist einfach so ein Glückskind. Alles, was er anfasst, scheint immer sehr, sehr gut zu laufen. Ich denke, bei diesem Turnier wird es genauso sein. Malta ist, glaube ich, ein sehr, sehr starker Angler erstens und extrem gut vorbereitet. Zusammen mit Mark Petrowski ist, sage ich mal, Teammate. Also da schätze ich ihn auch sehr stark ein. Florian Over für mich ist tatsächlich vielleicht mein absolutes Favorit. Und von daher, ich würde vielleicht auf DJ erstmal tippen. Die Gruppe finde ich extrem stark, deswegen kann ich gar nicht sagen, so richtig. Ich würde eigentlich alle wählen, aber ich glaube, Flo würde ich auch nennen, weil er einfach sehr viele Leute gefilmt hat in der Vergangenheit, gut angeln kann. Ja, und Daniel würde ich tatsächlich auch als Favorit sehen in der Gruppe, weil er viele Turniere fischt, sich auch intensiv vorbereitet hat. Ewert wohnt hier, der wird sich auch sehr gut auskennen. Und Fred fischt auch sehr viele Turniere, deswegen, ich würde sagen, Daniel, Fred und Flo. Dustin Schöne auf jeden Fall, sehr, sehr guter Turnierangler, hat er in den letzten Jahren bewiesen. Daniel schätze ich auch ganz gut ein. Der hat eine relativ lange Trainingszeit hier hinter sich und hat, glaube ich, auch jetzt ein paar gute Spots in der Hinterhand. Und Malte schätze ich auch sehr stark ein. Er hat ein gutes Netzwerk und ja, ist ein guter Angler. Ich habe eben ein bisschen aufgepasst bei den Interviews. Ich denke, Ewert hat ja da ein bisschen gucken lassen, dass er gut trainiert hat, dass er wahrscheinlich vielleicht die am besten vorbereiteten Plätze hat. Ansonsten glaube ich einfach, dass Dustin natürlich ernst zu nehmen ist. Kennt hier in Holland wahrscheinlich deutlich mehr Leute als ich und auch viele andere. Ansonsten würde ich sagen Fred einfach, weil ich glaube, dass er anglerisch extrem versiert ist und ich ihn auch aus seiner Zeit bei Gunky einfach ein bisschen kenne. Ja, was soll ich sagen? Also für mich natürlich Marc, einfach weil wir zusammen trainiert haben, weil er letztes Jahr so stark ist und weil ich ihn vielleicht auch einfach am besten von allen Anglern hier kenne. I think Dustin won so many competitions and I think he's one of my favorites for the title. Ich würde sagen, der Top-Favorit auf den Titel ist Marc.
My bet will be Mark, because I've been fishing a lot with him. A sentimental bet. There's many other good anglers. Auch schwer, ich meine, letztendlich alle kann das Ding gewinnen. Trotzdem, ich denke, Flo hat sehr, sehr viele Spots, er hat sehr viele gute Angler in der Vergangenheit gefilmt, war auf sehr viele gute Spots und zusätzlich kann er extrem gut angeln. Ich glaube, die Kombination kann sehr, sehr gut sein jetzt in dem Turnier. Mark Paczkowski, würde ich sagen, extrem guter Angler, vielseitig, hat in den letzten Jahren auch richtig gut abgeliefert und ja, schätze ich sehr, sehr stark ein.